die Römer in Germanien. Ursprung römisches Zentrum der Eisenverarbeitung. Vicus Eisenberg in der Pfalz. Eine römische Kleinstadt. Der Ort Eisenberg liegt im Donnersbergkreis in der Nordpfalz. Der Ort hat seinen Namen durch die Eisenverhüttung. Eisenberg war wohl schon in der keltischen Zeit und dann unter den Römern ein bedeutsamer Platz der Eisenerzverhüttung. Eisenberg wurde bereits in der frührömischen Zeit als Industrievicus errichtet. Die ersten Häuser wurden in Fachwerkbauweise erbaut und im Laufe des 2. Jahrhunderts durch Steinbauten ersetzt. Grund für die Wahl des Standortes waren die logistische Lage und die Bodenschätze wie Eisenerz, Klebsand und Tonmineralien. Eine Grundfläche des damaligen Ortes wird mit maximal 4,6 Hektar angegeben. Ab 1992 wurden archäologische Grabungen vom Landesamt für Denkmalpflege mit verschiedenen Universitäten durchgeführt. Sie dauern noch an. Es wurde ein Römerpark angelegt. Bei der Großgrabung konnte ein Teil der Siedlung Kerns auf bislang über 7000 Quadratmeter freigelegt werden. Über 20 Häuser wurden erfasst bzw. dokumentiert. Die Funde werden auf die Jahre 40 bis 450 nach Christus datiert. Zu sehen sind heute rekonstruierte Keller, im Schutzbau ein Dokuzentrum mit originalrömischen Heizungssystemen und Fundamenten, Backöfen, Sarkophage, ein Weihestein zu Ehren des Fruchtbarkeitsgottes, ein Rennfeuerofen zur Eisengewinnung und eine Grillgrube als Nachbau. Es wurde ein Grundrissplan erstellt. Darin sind die Bauten definiert, zum Beispiel das Forum, eine Basilika, ein spätantiker Burgus, eine Kleinfestung zum Schutz und weitere Bauten, unter anderem auch Werkhallen und Grubenhäuser. Das Vicus hatte wohl auch als regionales Handelszentrum Bedeutung. Der Lebensstandard einiger Bewohner wurde unter anderem durch Fenstergläser, Wandputz und Sandsteinsäulen als Architekturteile belegt. Im Römermuseum in der Stadt im Haus Isenburg sind zahlreiche archäologische Funde ausgestellt. Sie zeigen unter anderem das Alltagsleben in einer römischen Kleinstadt vom 1. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Zu sehen sind römische Ausgrabungsstücke aus den Eisenberger Grabungen, unter anderem Keramik-, Glas- und Metallfunde sowie ein christlicher Brotstempel. Auch wird die Eisengewinnung im Schmelzofen methodisch erklärt.